Ho, ho, ho! Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatemprojekt. Hast du etwas aus der Teufelsatemakte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Nicht gut. Absolut nicht gut. Ich könnte mich von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Das Spider-Hack. Also soll ich da quasi irgendwie was aufmachen? Ah ja. Es scheinen vier davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Ja, das hoffe ich doch. Dass es dir die Arbeit leichter macht. Das ist nochmal ein Problem. Den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. An alle Sable-Teams. Wir scheinen ein Software-Problem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Ja, aber bis ihr mich erwischt, kann noch Jahre vergehen. Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Also bisher... Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Ja, war das relativ leicht. Easy going. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus.
Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. GR27. Schauen wir mal. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Wahnsinn! Interessante gruselig. Sachen. Aber ja, es ist auch gruselig. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Okay, hätten wir also dieses Mysterium auch wieder aufgeklärt, dass es kein wirkliches Mysterium war. Schauen wir mal, was hier ist. Ich glaube, das ist eine Bombe. Was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als... Und ich sollte recht haben. Diese Bomben dürfen nicht explodieren! Sind alle ein bisschen zu weit weg entfernt. Oh, sorry. Irgendwie hat mein Controller gerade das Signal verloren. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, warum. Ist immer wieder gruselig. Halt, stopp. Was machst du, Spider-Man? Okay, die hier wäre geschafft. Na gut, ob ich das rechtzeitig hinkriege, ist die andere Frage. Sieht schon mal sehr, sehr schlecht aus. Komm schon. Auf geht's, komm, go. Noch eine, Beeilung. Schnell jetzt. Ja, ob das klappt, ist eher gesagt die andere Frage. Ja. Kein Corona. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Und rüber da und halt, stopp! Boom, das Dynamit.
Ja, jetzt sieht es deutlich besser aus als in der vorherigen Runde. Da hatte ich auch nicht den Controller, habe ich auch jetzt keinen Controllerausfall. Hoffe ich doch zumindest. So, und das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Wo ist die letzte Bombe? Das wüsste ich auch gerne, aber ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Schön, dich zu sehen. Geht so. Wunderschön ich hoffe, gemacht. Nicht schlecht von mir. So, haben wir wieder schön Zeit verschwendet. Es geht weiter. Mit... Okay, ich habe aktuell nichts auf der Karte. Aber wird sicherlich noch was kommen. Erstmal hier ein Gebäude. Hey, sorry noch einmal. Was hatte ich gesagt? Oh ja, MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable Lager einschleichen. Das kann schief gehen. Ich muss zum Central Park. Okay. Haben wir eine neue Aufgabe und das freut mich. Weil ohne Aufgaben ist das Leben nur halb so lebenswert. Nehme ich mal an. Huh, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Form hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Ja, wer hoffte schon. So, dann werden wir mal zum Central Park. Sieht aber relativ strange aus hier. Aber ich kann mich erinnern. Wie ist die Lage in Columbia? Wo bist du, MJ? Mist. Oh, 15 Minuten zuvor. Was ist denn da passiert? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Okay. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Aus dem Weg, Kumpel. Was war das? Also mal wieder so ein Schleichspiel. Ich muss weiter. Jetzt. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden. Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Was zum... Na, es hat nicht so geklappt. Er dort. Was zum...
Und da sieht uns natürlich keiner. Mann, die sind so blöd. Was ist das? Da war sicher nichts. Nein, nicht im Bild. Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Mensch, die Kamera macht ja genauso gute Fotos wie in echt. Oder wie sie in echt ausschauen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel nicht real ist. Ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Okay, aber bis dahin kann es wieder ein langer, schwerer Weg werden. Oh. War nicht so geschickt. Sie ist nervös. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird Michaels an den neuen sicheren Ort gebracht. Oh, nicht schlecht. Gute Frage. Setze die Patrouille fort. Beim Generator ist die Sicherung durchgebrannt. Könnte einen Kaffee brauchen. Oh shit. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Ja, wäre schön, wenn er wegfährt. Los, los, los! Shit, shit, shit. Ich hab jemanden gesehen. Sehe nach. Moment! Okay, ich hab tatsächlich gedacht, ich würde hier weiterkommen. Aber. Ja, dann habe ich es eben versaut. Aber nur einmal bisher. Ach so, ja, genau. So ist das gedacht. Neunmal klug. Geschafft. Also manchmal mache ich es mir echt zu schwer. Das gefällt mir gar nicht. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels Mann. Hier ist vielleicht Sichtkontakt. Ich gehe nachsehen. Moment! Oh Mann! Okay, da habe ich jetzt wieder nicht so sonderlich viel nachgedacht. Ich würde sagen, Leute, der Part ist eh, glaube ich, überzogen. Ich würde da jetzt mal einen kurzen Cut machen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Alle, die uns staffeln, denkt daran, Freundschaft ist Magie.